Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Collectors Video, heute mit der Hashtag Boom5 2018. Und wer sich jetzt fragt, was das mit Stickern und Trading Cards zu tun hat, für den holen wir die einfach mal aus dem Plastik raus. Und dann seht ihr, wenn wir mal diesen Ball-Shooter, der dabei ist, runternehmen, dass wir dort zwei Booster der FIFA 365 Adrenalin XL 2019 Cards finden. Und obendrauf noch die Limited Edition Card von keinem geringeren als Lionel Messi. Und die gibt es nur in der Hashtag Boom und deswegen auch die Zeitschrift heute bei Collectors am Start, um euch das zeigen zu können, wo ihr die Limited Edition Card von Lionel Messi herbekommt. Die Hashtag Boom jetzt nicht unbedingt so mein Fall, also ihr könnt euch gerne mal durchs Inhaltsverzeichnis schauen, was da gegebenenfalls für euch dabei ist. Am interessantesten für uns, und ich blätter mal ganz schnell durch, damit ihr den Eindruck gewinnen könnt, hier ein bisschen was zu FIFA 19 und PS 2019. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, am interessantesten für uns sicherlich hier die Seite 21, auf der die Extras beschrieben werden. Und dort seht ihr auch nochmal, wen ihr neben Lionel Messi auch aus den anderen Zeitschriften bekommt. Marco Reus aus der Just Kick It 10 2018, Kylian Mbappé aus der 11 2018 und Manuel Neuer gibt es im nächsten Paule DFB Magazin für Kids 4 2018. Wenn ich mir das aber so recht anschaue, dann ist hier eigentlich ein Fehler drin, denn Kylian Mbappé war nämlich jetzt in der aktuellen Just Kick It und das ist die 10 2018 und Marco Reus wird in der nächsten drin sein, also die beiden Karten gedanklich einfach mal vertauschen und dann stimmt es wieder. So, das der Rest aus der Hashtag Boom und für uns sicherlich das Interessanteste, ob nochmal ein Extra für die Trading Card und Sticker Sammler in der nächsten Ausgabe ist. Und da seht ihr, es gibt zwar 5 coole Extras, aber nichts, was mit Stickern und Trading Cards zu tun hat. Von daher war das dann für mich persönlich die letzte Hashtag Boom in diesem Jahr. Und jetzt schauen wir mal, was wir noch in den 2 Päckchen mit den FIFA 365 Cards finden. Wir beginnen mit Otavio von Porto. Dann haben wir Andre Correa Atletico. Die Milestone-Karte von Real Madrid zum 3. FIFA Club World Cup. Dann haben wir Nasser Chadli als FIFA World Cup Hero von Belgien. Und Mats Hummels als Basecard von den Bayern, sowie Sofiane Hani als Basecard von Spartak Moskau. So, unsere beiden Extra-Cards legen wir mal getrennt, damit wir die im Bild behalten. Und schauen, was uns noch im zweiten der Booster erwartet. Der beginnt mit Lorenzo Melgarejo von Spartak. Dann haben wir noch einen Spieler von Spartak Moskau, Alexander Selikov. Dann Joshua Kimmich von den Bayern, Miroslav Klose als German Star, die es ja nur in der deutschen Kollektion gibt. Nicolas Otamendi von Manchester City und Felipe Luis von Atletico Madrid. Das also die Cards aus diesen zwei Boostern, dazu sicherlich das Highlight, die Limited Edition Card von Lionel Messi, die ihr in Deutschland auf offiziellem Wege nur in diesem Hashtag Boom Magazin bekommt. Das Ganze für 3,99 € am Kiosk
Und sofern euch die Zeitschrift wirklich gar nicht interessiert, bleiben somit 2 Euro nach Abzug dieser 2 Booster, die man für die Karte von Lionel Messi investieren muss. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch die Hashtag Boom wegen der 2 Booster und der Limited Edition Karte von Lionel Messi auch zulegen werdet. Oder ob ihr sagt, ich versuche mir die Limited Edition Karte von Messi auf anderem Weg zu besorgen. Das war auf jeden Fall das Hashtag Boom Magazin 5 2018. Seit dem 20. September am Kiosk verfügbar. Bis 14. November habt ihr noch die Möglichkeit, euch es zu besorgen. Danach müsst ihr dann auf anderem Wege schauen, wie ihr an die Limit von Lionel Messi rankommt. Ich hoffe, ihr konntet die für euch wichtigen Eindrücke, Informationen aus diesem Video mitnehmen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr mir noch ein Like bzw. Daumen nach oben da lasst. Abonniert kostenlos den Kanal, wenn ihr künftig keine Infos zu Stickern und Trading Cards verpassen wollt. Und dann sehen wir uns zu einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.